Hallo Leute und damit willkommen zu einer weiteren spannenden Folge Phoenix Wright, Reels und Trapulationen und die anderen. Hola, ¿qué tal? Es geht wieder weiter und wir haben uns was überlegt, denn ja. Die liebe Melissa oder auch Tequila, die hat ja ausgesagt an irgendeiner Stelle, dass sie einen weißen Schal oder dass sie Glück hat, dass sie keinen Schal getragen hat oder keinen weißen Schal getragen hat, ne, irgendwie sowas. Genau. Aber der Schal, den das Opfer trug, der war ja blau. Und das deutet ja irgendwie darauf hin, dass sie wusste, was auf dem Zettel stand. Deswegen präsentieren wir den Schal jetzt hier einfach mal an der Stelle. Und Zeugin, ich möchte, dass Sie sich dieses Foto von Ihnen ansehen. Von Ihnen. Es ist nur schwer zu erkennen, aber sehen Sie sich den Erkennungsschal des Opfers an. Ah, Sie meinen diesen Schal hier, wie? Ja, das ist er. Der Schal, den die Polizistin getragen hat. Jetzt habe ich sie. Ich darf nur keinen Fehler machen. Aber das ist seltsam. In Ihrer Aussage haben Sie Folgendes gesagt. Wahrscheinlich hatte ich Glück, dass ich keinen weißen Schal getragen habe. Weiß? Das ist der Schal, den Sie als den Opfers, was? Als Sie den des Opfers identifizieren. Aber für mich sieht er eindeutig nicht weiß aus. Oh. Nun, an jedem Tag war es nebelig und auch regnerisch. Kein Wunder also, wenn sie das mit weiß verwechselt hat. Boah, wie kann man nur so naiv sein? Tut mir leid, diesmal nicht. Die Zeugin hat gerade bestätigt, dass das der Schal des Opfers war. Ja, aber welche Bedeutung soll das haben? Es stimmt, dass der Schal nicht weiß aussieht, aber... Es gibt nur eine Erklärung für diese Verwechslung. Der Grund, warum die Zeugin gedacht hat, der Schal sei weiß, ist... der Zettel. Der vor 5 Jahren hier Kackbums-Dings, ne? Nein, das nee, nicht vor 5 Jahren. Das müsste das eigentlich gerade gewesen sein, was du hattest. Vertrauliches Beweismaterial von Opfer geschrieben für Details prüfen. Ach, das mit da, ja. Genau. Ja. Erkennungsbeweiserschal, ja. Und es ist... Zeugin, haben Sie jemals diese Nachricht gesehen? Eine Nachricht? Nein, noch nie. Das ist geheimes Beweismaterial. Das sollten Sie auch nicht kennen. Das bezweifle ich. Was wollen Sie damit sagen? In dieser Nachricht stehen Herr Fafles Anweisungen an das Opfer für das Treffen. Darin steht, weißen Schal als Erkennungszeichen tragen. Weißen Schal? Ah! Zeugin, Sie haben gewusst, was in dieser Nachricht stand. Es gibt keinen anderen Grund, warum Sie die Farbe des Schals verwechselt haben. Ukha-un-arguham. Das klingt gonisch. Nun, Frau Foster... Papa. Ruhe. Herr Edgeworth, ich warte auf eine Erklärung. Ich bin mir sicher, dass diese Nachricht nicht an die Öffentlichkeit gelangt ist. Und trotzdem, diese Zeugin wusste genau, was in der Nachricht stand. Und zum Zeitpunkt des Mordes war die Zahl der Eingeweihten sehr begrenzt. Erstens Terry Favlis, zweitens die Person, die die Nachricht schrieb, Valerie Hofthorne, und drittens noch eine weitere Person. Sagen Sie, noch eine weitere Person. Das ist richtig, eine Person, mit der niemand gerechnet hätte. Weißt du, wen ich meine, Mieze? Yep. Die dritte Person, die den Inhalt der Nachricht kannte, war... Profile. Verstorben. Ja. Und diese Person ist Tequila Hofthorne. Tequila Hofthorne.
Dieser Namen habe ich noch nie gehört. Sehen Sie sich diese Nachricht des Opfers an. Darin steht: Mit Tahila reden, diesmal muss... Da steht Ihr Name schwarz auf weiß. Aber was soll das? Wer soll diese Person sein, dieser Tahila Hoftorne? Frau Fay muss verzweifelt sein, wenn sie die Toten wieder zum Leben erwecken möchte. Die Toten? Tahila Hoftorne war die verstorbene jüngere Schwester des Opfers. Sie kam vor 5 Jahren bei einem Verbrechen ums Leben. Bei einem Verbrechen ums Leben? Sie meinen doch nicht... Ja, sie wurde entführt und umgebracht von Terry Forfless. Sie sagten, sie sei ums Leben gekommen. Aber stimmt das? Was wollen Sie damit sagen? Natürlich denken alle, dass sie vor 5 Jahren gestorben ist. Als sie von der Dämmerbrücke fiel und im Adlerfluss unterging. Aber ihre Leiche ist niemals gefunden worden. Boah, was kloppen die immer auf den Tisch? Sie ist vor 5 Jahren offiziell für tot erklärt worden. Dem Gesetz nach ist Tahila Hoftorne offiziell tot. Aber die Tatsache bleibt bestehen, dass ihre Leiche nie gefunden worden ist. Vor 5 Jahren war Tahila 14, Dahlia. Wenn sie noch leben würde, wäre sie jetzt 19. Minister Forster? Ich denke, so alt sind Sie jetzt auch. Eieiei. Ah! Selbst Sie würden nicht... Frau Fay, Sie sagen doch nicht etwa... Doch, das tue ich. Genau das sage ich. Diese Zeugin vor uns ist das Mädchen, das vor 5 Jahren entführt und getötet wurde. Dieses Mädchen ist in Wahrheit Frau Tahila Hoftorne. Was? Ha, gute Arbeit. Jetzt hast du eine Granate in den Großbrand geworfen. Aber wenn du nicht alle losen Enden verknüpfen kannst, bist du nichts anderes als ein Brandstifter auf der Flucht. Verstehe. Wenn ich ihre wahre Natur enthüllen kann, kann ich den Fall auf den Kopf stellen. Das ist jetzt meine Chance, Herrn Edgeworth in die Enge zu treiben. Zeigen, wer sind sie überhaupt? Ich bin... Ich hätte nie gedacht, dass es dazu kommen würde. Das reicht. Sie müssen nichts weiter sagen, Zeugin. Alter, ist der mit der liiert oder was? Ja, schon verstanden. Was? Herr Edgeworth, ich erwarte eine Erklärung. Euer Ehren, ich habe ein Eingeständnis abzulegen. Der kennt die. Ich hätte nie gedacht, dass die Verteidigung die Sache so weit verfolgen würde. Sie wollen doch nicht etwa sagen? Ja, die Staatsanwaltschaft ist keine Ansammlung von Idioten, wissen Sie? Natürlich untersuchen wir den Hintergrund all unserer Zeugen ausführlich. Was hat er gesagt? Ha, sieht so aus, als hätte der Kleine Bescheid gewusst. Er wusste von Anfang an über ihre wahre Identität Bescheid. Unmöglich, aber warum hat er dann... Hättest du ihr Geheimnis nicht gelüftet, hätte er kein Wort darüber verloren. Er wollte nur ihre Aussage haben, deshalb ist er einen kleinen Handel eingegangen. Darf ich Ihnen vorstellen, die jüngere Schwester des Opfers, Frau Tahila Hoftorne. Aber, ich dachte, sie wären vor 5 Jahren gestorben. Das dachten wir ebenfalls, aber nun, wie Sie sehen können... Warum? Warum hat sie ihre Identität 5 Jahre lang verheimlicht? Das hat nichts mit dem aktuellen Fall zu tun. Sie war lediglich durch Zufall Zeugin eines Verbrechens. Durch Zufall? Das nehme ich Ihnen keine Sekunde lang ab. In den letzten 5 Jahren hat sie die Rolle des Opfers gespielt.
Und jetzt finden wir sie, wie sie sich an einem weiteren Tatort verdächtig verhält. Mm-mm. Wirklich, Frau Fay. Ihre Strategie ist ganz offensichtlich. Sie versuchen, das Verbrechen einer unschuldigen Zeugin anzuhängen, um zu gewinnen. Koste es, was es wolle. Wie können Sie es wagen? Ich bitte Sie, lassen Sie uns einen Moment nachdenken. Vor 5 Jahren ist das Mädchen entführt und fast ermordet worden. Aber noch schlimmer, 5 Jahre später hat Dahlia Hofthorne etwas sehr Kostbares verloren, ihre ältere Schwester. Frau Fay muss nicht ganz bei Trost gewesen sein, als sie sagte, sie hätte sie ermordet. Was? Ha, jetzt gebe ich's dir. Ich neige dazu, die Logik des Staatsanwalts zuzustimmen. Frau Fay, haben Sie Beweise, die Ihre Behauptung unterstützen? Welchen Grund könnte die Zeugin haben, ihre geliebte Schwester umzubringen? Nun, verstehen Sie. Ich dachte, ich hätte gewonnen. Aber irgendwie hat er das Blatt gewendet. Ha! Ich glaube, du brauchst einen leichten Stoß in die richtige Richtung, Mietz. Die Verteidigung ist bereit, einen Beweis für unsere Behauptung vorzulegen. Ah, das war nicht ich. Das war dieser Typ, dieser Irre hier, der Kaffee-Eini. Oh, geil. Ich denke, wir haben genug von ihren leeren Drohungen gehört, Alter. Ha, warum gehst du davon aus, dass sie leer sind, Junge? Hä? Ach so. Weil ihr Schützling aussieht, als würde sie Blut und Wasser schwitzen. Ah, ich schwitze auch wirklich Blut und Wasser. Du denkst also, du würdest in der Klemme sitzen, wie? Natürlich, ist doch wahr, oder? Nein. Du bist nur beim Augenblick der Wahrheit angekommen, das ist alles. Ob du gewinnst oder verlierst, es hängt allein von dir ab. Hängt von mir ab? Ach, die Unbesonnenheit der Jugend, wie entzückend. Und das aus dem Mund von jemandem, der jünger ist als ich. Dann lassen Sie uns nicht noch mehr Zeit verlieren, Frau Fay. Welches Motiv hatte die Zeugin, ihre Schwester Valerie Hofthorne umzubringen? Eindeutig die Kamera. Ja. Diamanten. Was soll das sein? Etwa ein Witz der Verteidigung? Wenn ihm so ist, dann habe ich die Pointe nicht verstanden. Nun, Frau Fay. Oh, das war die Unbesonnenheit der Jugend. Die Unbesonnenheit der Jugend? Und warum sollten Sie so ein Stereotyp fordern? Ja, ist ja diese gut. Diese Zeugin versteckt sich... Okay, also das war scheinbar nicht das, warum das man... Das allerdings. So, eindeutig wegen der Anwaltsmarke. Ah. Weil sie wollte auch Anwalt werden. Ich hätte jetzt aber schon gedacht, dass es der Diamant war. Ne? Ne, ja. Vielleicht ist es doch die Kamera. Nimm das. Nimm die Kamera. Mitten was soll ins Gesicht. Das sein? Ah, nein. Jetzt lass uns mal durchgehen. Was haben wir denn hier? Vertrauliches Beweismaterial vom Opfer geschrieben. Ein Foto des Kofferraums. Ja, warte mal. Die. Nochmal eins weiter. Mal zurück. Vielleicht doch das, weil da steht ja, diesmal muss die ganze Wahrheit ans Licht kommen. Du Angeber. Die Geschichte beginnt, nachdem Terry Favlers entkommen konnte. Er rief Valerie an und bat sie um ein Treffen. Sie hinterließ diese Nachricht. Darin steht, mit Dahlia reden. Diesmal muss die ganze Wahrheit ans Licht kommen. Valerie Hofthorne hat Dahlia gedroht. Sie sagt ihr, sie würde die ganze Wahrheit sagen. Die ganze Wahrheit. Zwischen Valerie und Dahlia gab es ein gefährliches, wichtiges Geheimnis. Aus diesem Grund hatte Dahlia das Gefühl, Valerie umbringen zu müssen.
um sie für immer zum Schweigen zu bringen. Mhm. Eine fantastische Geschichte, Frau Fay. Wenn man Geschichten mag. Klären Sie das Gericht bitte auf, Frau Fay. Welches Geheimnis war so wichtig? Wo ist Ihr Beweis? Daya und Valerie Halfthorn und Terry Farbless. Es gibt nur ein wichtiges Geheimnis, das alle drei verbindet. Oh ja, ich kenne dieses Geheimnis. Euer Ehren, die Verteidigung bittet um eine weitere Aussage. Welche Aussage? Zur Entführung vor 5 Jahren, das dürfte eine Menge klären. Wie beispielsweise dieses wichtige Geheimnis zwischen den Halfthorn-Schwestern. Ux! Na schön, ich gebe Ihrer Bitte um eine weitere Aussage statt. Ich weiß, das wird schwer für Sie, aber können Sie uns nochmal helfen? Ahornblättchen. Ahornblättchen. Ja, ich werde es versuchen, Herr Richter. Sorry. Setzen Sie Ihre Scham noch einmal ein, Daya. So aufregend, dieses Spiel. Ich muss sagen, ich bin aus der Nachtschicht gekommen, ja? Ich habe okay. Ich habe Bedürfnisse. Okay. Aber diesmal verstecken Sie sich zum letzten Mal hinter Ihren weiblichen Tricks. Vor 5, ja. Boah, dieser Satz verfolgt mich. Ich habe den ja auch stehen. Vor 5 Jahren. Bin ich von Herrn Farfles entführt worden. Ja, so war das. Das Lösegeld war ein Rohdiamant. Meine Schwester brachte ihn zur Brücke. Nach der Übergabe hat sie Herrn Farfles in den Arm geschossen. Peng! Da versuchte Herr Farfles, mich umzubringen, indem er mich von der Brücke schubste. Ich überlebte, aber fürchtete wegen meiner reichen Familie wieder entführt zu werden. Deshalb habe ich mich für eine neue Identität und ein neues Leben entschieden. Die Entführung hat sie emotional verletzt. Mit der Hilfe ihrer Schwester hat sie die Familie Halfthorn verlassen und neu angefangen. Und nach all dem sollen wir glauben, sie hätte ihre Schwester ermordet? Absurd. Vielen Dank, Herr Edgeworth. Frau Fay? Ja, euer Ehren. Wie Sie gehört haben, ist die Zeugin immer noch von der Entführung traumatisiert. Ich bitte Sie erneut, bei Ihrem Kreuzverhör sehr behutsam zu sein. Herr Edgeworth, habt ihr es mal wieder geschafft? Ha, wenn wir nicht kämpfen dürfen, dann verdrehen wir eben Arme. Dazu, wir haben immer noch diese Info, das Aas im Ärmel. Welche Info? Komm schon, Mieze, sag bloß nicht, du hast es schon vergessen. Die Tatsache, dass die Entführung vor 5 Jahren inszeniert war? Das ist richtig, es war eine vorgetäuschte Entführung, das hat uns Terry Farbless gesagt. Ich tue alles, was sie sagt, alles, was Dahlia sagt. Sie behaupten also, dass die Entführung vor 5 Jahren geplant war? Ja, von Dahlia und mir. Und von Valerie auch. Ja, das ist es. Die vorgetäuschte Entführung, das ist es, Mia. Das ist ihr Geheimnis. Kreuzfeuer! Vor 5 Jahren bin ich von Herrn Farbless entführt worden. Hatten Sie und Herr Farbless eine Beziehung? Ja, als Lehrer. Was? Sie haben ihn etwas gelehrt? Herrn Farbless? Nein, natürlich nicht. Machen Sie sich nicht lächerlich. Wir haben gebumst. Herr Farbless kam ins Haus, um mich zu unterrichten. Das ergibt Sinn. Vor 5 Jahren war sie erst 14. In dieser Zeit hat er wahrscheinlich den Plan mit der Entführung ausgearbeitet. Die Halfthorns sind im Schmuckgeschäft und ziemlich wohlhabend, wissen Sie? Ein ziemlich cleverer Bursche, dieser Farfless. Hab ich richtig gehört? Hat er Herrn Farfless gerade clever genannt?
Das Lösegeld war ein Rohdiamant. Meine Schwester brachte ihn zur Brücke. Wie ich gehört habe, ist der Diamant so um die 2 Millionen Dollar wert? 2 Millionen Dollar. Er war noch ungeschliffen und hatte ungefähr die Größe einer Grapefruit. Lecker, ich krieg Hunger. Eine 2 Millionen Dollar Grapefruit. Oh, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Der Angeklagte verlangte, dass ihre Schwester Valerie die Übergabe machen sollte. Natürlich nicht als Inspektorin, sondern als Privatperson. Herr Edgeworth, ich würde Sie gerne etwas fragen. Warum haben Sie oder glauben Sie, wollte er die Übergabe dort oben auf der Bergbrücke machen? Der Berg. Denn sollte er umstellt werden? Was? Ach so. Denn sollte er umstellt werden, wäre es schwer gewesen zu entkommen. Okay, ausdrucksweise. Es gibt eine Sache, die ein Entführer vermeiden will, und das ist die Polizei. An einem Ort wie diesem wäre es einfach festzustellen, ob er verfolgt wird. Mit nur einem Zugang zum Berg gewährleistete er seine Sicherheit. Was für ein gerissener Mann dieser Herr Favlis doch ist! Ja klar, das war alles Ihr Plan. Jedenfalls hat Valerie den Diamanten auf den Berg gebracht und... Nach der Übergabe hat sie Herrn Favlis in den Arm geschossen. Das können wir noch machen. Okay. Das war gefährlich, wenn man bedenkt, dass sie ja eine Geisel waren. Ja, aber das hat mir eigentlich das Leben gerettet. Was meinen Sie damit? Wissen Sie, Herr Favlis hatte ein Messer in der rechten Hand. Irgendwie wusste ich, dass er es benutzen würde. Ich wusste, dass er mich mit diesem Messer umbringen würde. Deshalb hat meine Schwester auf ihn geschossen, um mich zu retten. Da versuchte Herr Favlis, mich umzubringen, indem er mich von der Brücke schubste. Ich würde gern mehr darüber hören, was genau in jenem Moment passiert ist. Nun, als Herr Favlis den Schuss in den rechten Arm bekam, ließ er mich los. Peng. Ich war benommen. Ich drehte mich um, um wegzulaufen, aber Herr Favlis griff nach mir. Als ich wegrannte, trafen sich unsere Blicke und er grinste mich blutrünstig an. Dann küssten wir uns. Blutrünstig? Oh. Und im nächsten Augenblick war ich schwanger. Plups, da war das Kind. Ich bitte das Gericht, sich zu erinnern. Der Fluss ist 6 Meter tief und reißend. Ich war eine gute Schwimmerin, hatte aber das Bewusstsein verloren. Als ich zu mir kam, war ich von dem Fluss an einen fremden Ort geschwemmt worden. Ich werde diesen Tag niemals vergessen. Die zerfallene Brücke, kein Entkommen. Dann nur ein kleiner Stoß in den Rücken, das war alles. Bevor mich meine Schwester auffangen konnte, fiel ich in den Fluss. Ich überlebte, aber fürchtete, wegen meiner reichen Familie wieder entführt zu werden. Und deshalb haben Sie... Und deshalb haben Sie Ihre Identität verheimlicht? Ja. Ich habe sie nur meiner Schwester verraten. Valerie Hofthorne, wie? Ja, sie war die Einzige, die von mir wusste. Während die Zeugin seit 5 Jahren amtlich für tot erklärt war. Ich wollte so etwas nie wieder durchmachen müssen. Deshalb habe ich mich für eine neue Identität und ein neues Leben entschieden. Genau. Und diese neue Identität war Melissa Foster, richtig? Ja, meine Schwester half mir mit den ganzen Formalitäten. Das ergibt Sinn. Ohne die Hilfe eines Insiders wären die ganzen Formalitäten nicht möglich gewesen. Sie war die einzige Person auf der Welt, auf die ich mich verlassen konnte. Und sie denken, ich hätte sie umgebracht. Das hätte ich nie tun können. Auch für diese Zeugin ist dies der Augenblick der Wahrheit. Wenn die Sache mit der vorgetäuschten Entführung bekannt wird, weiß jeder im Gericht, was für eine
Intrigantin sie in Wahrheit ist. Intrigantin. Ich muss nur beweisen, dass die Entführung ein Schwindel war. Genau, und das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, NRW über 18, adieu. Auf Wiedersehen und ciao.